Mit leichten Verletzungen und einem total beschädigten Auto endete die Fahrt einer 22-Jährigen am Mittwochabend auf der B297 bei Kirchheim. Die junge Fahrerin aus Lenningen war gegen 23.30 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der Bundesstraße von Schlierbach in Richtung Kirchheim unterwegs. Auf der abschüssigen leichten Linkskurve gerät sie auf Höhe der Bushaltestelle Kirchheimer Wald, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf dem dortigen neuen Fahrbahnbelag ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab in einen angrenzenden Graben. Hierbei drehte sich das Fahrzeug um die eigene Achse und wurde nach einem Aufprall auf einen Leitpfosten wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert, bis es letztendlich auf der gegenüberliegenden Seite neben der Fahrbahn auf dem dort verlaufenden Fuß- und Radweg zum Stehen kam. Mit leichten Blessuren wurde die 22-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden wird auf etwa 4.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr aus Kirchheim wurde mit einem Fahrzeug und 3 Mann zur Unterstützung an die Unfallstelle gerufen. Sie leuchtete die Unfallstelle aus und kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.